Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Haus Flipper. In der letzten Folge haben wir die Küche / das Wohnzimmer, oder ist es eigentlich die Küche da irgendwie, ne? Moment, ich werde schon wieder angeschrieben. Ich kann nicht eine Sekunde Ruhe haben. Und ja, ich würde sagen, wir kümmern uns in diesem Fall jetzt mal darum. Ups, da speichert es. Dass wir hier vorne draus ein schönes Badedomizil machen. Bedeutet, die Axt muss raus. Und die ersten Bäume müssen weg. Hackt der schon? Der hackt irgendwie nicht, kann es sein? Nicht nochmal die Axt in die Hand, komm. Baum fällen. Da passiert nichts. Wieso passiert da nichts? Kann ich die verkaufen? Irgendwas stimmt hier gerade echt nicht. Das ist komisch. Kann ich da vorne einen Baum fällen? Also zum Beispiel dich? Halten, um Baum zu fällen. Das passiert ja nichts. Hä? Also normalerweise müsste jetzt der Baum fällen oder so, aber ich krieg gar nichts hin. Ich kann ja gerne nochmal die Hütte abspritzen, das bringt sich genauso wenig. Abreißen, dann hauen wir halt hier den Baum ein. Ja, die Achse ist gerade echt verpackt, habe ich das Gefühl, oder? Ich würde halt hier gerne jetzt einen Boden legen. Erholung. Ach du heilige Scheiße. Grills, Hängematten, Außenfitness. Was ist das denn alles? Decken? Steinpflaster? Ist das jetzt hier der Boden, den ich verlegen kann, oder wie? Dann nehmen wir hier mal so einen. Oh, den kann ich sogar noch anpassen. Schwarzen Rand. Und jetzt kaufen viele. Kann man davon auch mehrere gleichzeitig machen oder muss ich jetzt jedes einzelne Stück einzeln verlegen hier? Das ist ja voll assi. Zack. Wenn es gut läuft, haben wir gleich die ganze Hauslänge einmal abgedeckt. Zack. Setzen wir schon mal hier vorne so eine... Kann ich das da auch noch irgendwie... Also... Es wird da kaum sowas in klein geben, oder? Auch mit schwarzem Rand. Ich brauche was in ganz, ganz dünn. Und jetzt schreiben die mich an, als ob es gerade Weltuntergang wäre. Ah! Soll ich irgendwie decken? Steckpflaster? Obwohl, der schaut so nach dem Ding aus. Genau das, da brauche ich. Als ob das hier jetzt ausgeht. Wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein, oder? Das gibt es nicht noch in dünner. Und
Und ich tue jedes Mal weiterklicken. Gehsteigplatten. Ohne Bordstein. Das könnte der Trick sein dabei. Nee, da darf ich nichts machen. Ich kann es nicht ins Haus stellen. Ach, das ist schon Haus. Oha. Aber wir haben auf jeden Fall hier schon vorne mal. Das schließt sogar perfekt mit dem Haus auf. Jetzt würde ich ja trotzdem gerne den Baum fällen. Weil wir verlassen nochmal kurz das Haus und gehen nochmal zurück. Das kann es doch jetzt nicht sein, oder? Wo ist denn die Tür eigentlich? Nutzen, wir gehen mal zum Büro. Und währenddessen schaue ich mal zur Hölle, was jetzt abgeht. Da schauen wir schnell mal zurück. Okay, jetzt sind wir zurück. Jetzt kann ich doch... Schauen wir mal, wir nehmen jetzt mal die Achsen hin und dann müsste ich doch eigentlich Schwinggeräusche. Nee, geht auch nicht. Zurück. Geh zum Auftrag Garage. Ich habe einen Auftrag Garage noch? Ja, egal. Also wenn man überlegt, das sah am Anfang mal so aus. Moderner Garten können bla 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 bla. Okay, Baum fällen. Ja, jetzt geht's doch. Guck mal. Es hat einfach gebackt. So schaut's aus. Das Problem ist ja, wie lange dauert so ein scheiß Baum hier? Und schön wieder. Und weg ist er. Jetzt kümmern wir uns aber erstmal die Bäume, die da hinten im Weg sind, weil hier muss auch ja ein Pool hin. Weg mit dir! Fahr zur Hölle! Einfach Ritterci! Über den Himmelsweg, komm! Such neue Pforten, um die Welt zu erforschen und noch viel weiter! Nächsten Fällen. Einfach weiter mit der Axt hier. Noch ein Axtschlag rein. Eigentlich rein theoretisch müsste der jetzt schon fallen. Jetzt kommt der weg. Jetzt ziehen wir noch die hinten hier weg. Warte, bis der Baum gefallen ist. Weil sonst kann ich ja den Stempel währenddessen nicht schon entfernen. Klack, hau rein, dieses Ding. Upsala. Baum weg. Wir machen jetzt mal so viel frei, wie es geht. Weil ich hätte gerne einen Pool, so einen richtig geilen, großen, modernen Pool. Und so eine schöne Liegefläche auf diesen Pflasterteilen. Auf der Seite auf jeden Fall. Und außenrum überall halt diese Fliesen legen. Vielleicht kann man da noch eins, zwei Sachen machen. Aber die Dinger schauen cool aus, auf jeden Fall. Huch, der Baum ist aber geflogen. Hubala. Hubala. Und jetzt haben wir nochmal hier in die Ecken rein. Komm, hau das Ding um. Das gibt's doch gar nicht. Hau das Ding jetzt weg. Baum fällt. Nicht auf die Hütten. Oh. Okay, das schaut doch schon ganz gut aus. Hier vorne haben wir schon unseren Boden verlegt. Da können wir echt dann bis da vorne bis zur Tür noch legen. Ah, jetzt schauen wir erstmal. Kann ich das hier so entfernen? Ja, die muss ich höchstwahrscheinlich verkaufen, ne? Jo. Das ganze Gebüschzeugs hier, ne? Muss alles mal aus dem Garten raus. Das schaut ja grässlich aus, wie das hier ausschaut. Also, wenn ich überlege, am Anfang lag hier überall Dreck rum. Alles war verwüstet und ich sehe hier schon wieder Dreck, heißes Gefühl. Da liegt irgendwo noch Dreck. Da liegen noch Dinger. Und jetzt schaut es schon mittlerweile so aus. Wir sind schon ordentlich vorangekommen. Jetzt müssen wir mal kurz noch gucken wegen einem Pool. Garten? Sonstiges. Und was fällt denn das jetzt? Architektur? Ist das Architektur? Konstruktionen? Das wäre auch cool, so ein Zelt aufzustellen. Das könnte vielleicht was haben. Erholung.
fällt doch sicher unter Erholung so ein Pu. Möbel? Eindeutig auch nicht. Sonstiges hatten wir schon. Architektur hatten wir auch schon. Was ist, wenn ich Pool eingebe? Da, Pool. Ein Pool kostet ein Tausender. Jetzt kaufen. Eieieiei. Ah, schön, dass ich nicht sehe, wo ich den hinbaue jetzt genau. Was ist, wenn ich den hier so hinstelle? Ich baue den jetzt mal hier hin, setze Pool ein. Dann buddeln wir mal. Hä? Buddeln! Ich hoffe, das passt jetzt so, wie ich es dann mache. Ich muss das... Das Loch ist vollständig ausgegraben. Dann kommt der Pool rein. Und dann bedecken wir ihn mit Erde per Hand. So, und das ist jetzt das Ding. Ich weiß nicht, wie perfekt ich das gelegt habe. Nicht perfekt. Alter. Menschheit. Und was lag denn das? Fliesen? Ne, das ist Flieder, das will ich nicht. Decken. Dann nehmen wir wieder mal hier die großen. Zack, hier Meter mal Meter. Die kann ich hier sogar bis da drin. So. Nach hier. Ah, ich habe nicht auf Kaufe viele gedrückt, ne? Und jetzt habe ich auch noch einen falsch gelegt. Ich finde es halt geil, dass ich die einzeln aufheben kann. Das wird jetzt eine sehr witzige Angelegenheit. Ich hätte gedacht, das wäre so wie ein Boden, den du verlegst. Also wirklich Boden. Oh, scheiße, jetzt habe ich den schon wieder verlegt. Oh. Also es war ohne Scheiße, es schaut schon cool aus, aber das Ganze auszulegen wird nervig. Wir können ja mal... Ja, komm. Eigentlich ist es ja unsere Pflicht, bis... Kann ich dann drauf eigentlich noch Sachen platzieren oder ist es dann so wie... Jo, das ist jetzt ein Gegenstand, den darfst du jetzt nicht weiter verändern. Komme ich hier noch? Jo, geht noch perfekt. So. Der geht nicht mehr, aber wir wollten ja eh noch nach da vorne verlegen, ne? So. Oh, das ist doch schon mal etwas. Ich will nicht nur mal gucken, wie das ausschaut. Warum kann man eigentlich davon nicht mehrere gleichzeitig legen? Das ist jetzt mal eine Frage des Jahrhunderts hier, ey. Von allem kannst du nach einer Zeit mehrere hintereinander legen, aber von dem Zeug natürlich nicht. Ich mag nicht schauen, wie nah wir mit den Fliesen an den Pool rankommen. Das ist also mein erstes Attentat an den Pool. Also zum Beispiel da kommen wir jetzt nicht mehr hin. Aber wir haben jetzt dann einen Pool stehen. Einen Pool für unseren Pool. Brauchen wir nur noch einen Poolboy oder Poolgirl, wenn es sowas gibt. Also ich weiß, dass es einen Poolboy gibt, aber ob es einen Poolgirl gibt, weiß ich jetzt gerade nicht. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt gehen wir nochmal Gehsteindecke.
ist das mit 1 Meter mal 1 Meter? Die gibt es doch bestimmt noch. Was ist das da unten? 50 mal 50 Zentimeter. Setzen wir die hier auf jeden Fall mal dran. Mit Schwarz. Jetzt kaufen viele. Ich habe doch auf jetzt kaufen viele geklickt, oder? Hm. Zack. Das ist so wie Copy and Paste, wenn du schnell was übermalen musst bei ganzen Malprogrammen. Hm, copy-pasten wir das ganze Mal hier jetzt, ne? Aber so nah würde ich halt gerne mit jedem rankommen. Das ist aber voll unsynchron gerade. Was ist jetzt los? Wenn ich es umdrehe, wird es dann synchroner? Hm. Ach, das dreht eh automatisch um. Ja, lol. Ja, lol, ey. Das schaut echt komisch aus jetzt. Von da bräuchten wir was Breiteres noch. Haben wir noch was Breiteres? Jetzt bin ich wieder... Oh. Ey. Voll inkorrekt so und so. Ich sollte echt öfters auf Kauf für viele klicken, ne? Das ist jetzt hier echt nicht immer das Schlauste, wenn man es anders macht. Da geht es jetzt auch schon nicht mehr aus. Naja, Leute, aber... Ah. Ich brauche noch einen Schlauch, ne? Da muss ja noch Wasser rein. Ich würde mal sagen, wir haben einen Pool fertig. Und das würde ich sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!